So, diese Einheit möchte ich gern beginnen mit einer Wiederholung der Konzepte, die wir eingeführt haben zum Thema Regression. Wir haben gemacht einfache lineare Regression. Ihr könnt euch erinnern, gehen wir daher. Wir hatten eine Einflussvariable x, zum Beispiel eine Spannung, die wir anlegen. Stellen wir uns vor, wir legen die auf x auf. Wir wollen den Widerstand möglichst gut messen, sagen wir, zum Beispiel eine Regression. Könnte man über Regression lösen, sagen wir so. Wir haben eine Ergebnisvariable y, also wir haben für jedes x, das wir bestimmen, haben wir einen Wert y. Und wir stellen uns vor, dass es zu diesen Ergebnisvariablen kommt über ein lineares Modell. Ja, also y ist gleich Alpha plus Beta mal x plus einen Fehlerterm. Irgendein Rauschen, irgendein Noise ist dann noch auf den Daten drauf. Jetzt wollen wir wissen, was ist die beste Gerade. Unsere erste Frage ist gewesen, was ist die beste die Gerade, die die Daten in einem linearen Modell bestmöglich erklärt. Und wir haben konstatiert, die Art, wie wir das lösen, ist, indem wir eine quadratische Fehlerfunktion minimieren. Ja, also die Abstandsquadrate y minus y, wir haben es auch genannt predicted oder y prognostiziert, dieser Abstand Quadrat, Summe der Fehler. Ja, das ist unsere Regressionsgerade. Wir haben, wir haben gesagt, hier kommt das Sigma-Quadrat nicht vor, weil es einfach eine Konstante ist und damit ändert es nichts an der Regressionsgeraden, am Problem. Wir haben dann diese Zielfunktion minimiert, indem wir abgeleitet haben, Null gesetzt haben, die Ableitung. Und somit haben wir Formeln bekommen für unsere Regressionskoeffizienten Alpha-Hut und Beta-Hut. Danach haben wir ein wenig besprochen, alle möglichen Fehler, alle möglichen Varianzen auf alle Größen. Zum Beispiel haben wir gesagt, wir können dieses Sigma-Quadrat auch mitschätzen, indem wir einfach, abgesehen von einem Vorfaktor, die Summe aller Residuen Quadrat rechnen. Ein Residuum, haben wir gesagt, ist gemessen minus predicted. Diese Größe haben wir als Residuum genannt. Dann haben wir gesagt, wir können eine Kovarianzmatrix angeben für unsere Regressionskoeffizienten. Das heißt, wir können daraus ableiten, wie gut diese Koeffizienten gefittet werden, beziehungsweise wie genau, also was unsere Fehler auf unsere Fit sind. Hier haben wir ein Beispiel. Rot ist die Regressionsgerade. Dann haben wir gesagt, wir können die Streuung der Daten, die totale Streuung der Daten war einfach die Streuung unabhängig von dieser Einflussvariable x, also einfach die Streuung auf y. Wir geben einfach alle Punkte auf die y-Achse, schauen uns die Streuung an. Die Streuung können wir jetzt uns vorstellen, dass sie aufgeteilt ist in eine erklärbare Streuung, die durch die Regression erklärt wird, und eine Reststreuung um diese erklärbare Streuung, also um die Regressionsgerade herum. Ja, da bleibt noch eine Streuung über. Die erklärbare Streuung dividiert durch totale Streuung, haben wir genannt Bestimmtheitsmaß. Das sagt uns etwas aus, wie viel durch die Regression erklärt wird von dem Noise, sozusagen von der Streuung der Daten. Wichtige Größe. Und dann haben wir gesagt, wir können auch Hypothesentests formulieren mit Regression. Wir können zum Beispiel testen, ob die Einflussvariable auf die Hypothese testen, ob es möglicherweise gar keinen Einfluss gibt der Einflussvariablen auf die Ergebnisvariable. Ob quasi diese Punkte eigentlich gar nicht von x abhängen, zumindest nicht linear von x abhängen. Ja, haben wir einen Hypothesentest formuliert, ganz so wie wir es immer gemacht haben, über Konfidenzintervalle. Dann haben wir ja Konfidenzintervalle auf die Parameter angegeben. Wir haben, wenn wir es aufgezeichnet haben, haben wir gesehen, einen Fehler berechnet für die Prediction und dann uns einen Fehler oder eine Varianz ausgerechnet für die zu erwartende Streuung des Punktes an irgendeiner Stelle um die Regressionsgerade herum. Das ist nicht genau das Gleiche. Und dann haben wir diese Analyse gemacht mit dem studentisierten Residuum. Das heißt, wir haben das Residuum reduziert, durch seinen Fehler durchdividiert, durch seinen erwarteten,
und haben gemeint, das ist ein gutes Prognosemittel oder Diagnosemittel, um zu evaluieren, ob die lineare Regression ein gutes Modell ist. Hier hatten wir ein Beispiel, wo das lineare Modell tatsächlich sehr gut funktioniert. Die streuen sehr schön, sehr zufällig. Ich sehe keine Korrelation hier. Das ist Funktion von x. Hier hatten wir ein Beispiel, wo wahrscheinlich eine polynomiale Regression und nicht eine lineare Regression besser wäre. Und wir sehen es tatsächlich sehr schön in den studentisierten Residuen. Soweit zur letzten Stunde. Und damit möchte ich zum Thema robuste Regression kommen. Stellt euch Folgendes vor. Ihr habt ein einfaches lineares Regressionsproblem, ja, zum Beispiel so wie es aufgezeichnet ist in diesem Beispiel. Ihr habt die Messungen, die blauen Punkte. Ihr wollt eine Regressionsgerade rein regredieren. Ihr sagt, es ist ein lineares Modell. Jetzt habt ihr aber das Problem, dass immer wieder mal kommt eine Messung, die völlig absurd ist, die völlig daneben ist, ja? Die einfach irgendwo liegt. Hier, hier, hier. Ja, was passiert in der linearen Regression? Das Problem ist, es ist ein einziger Punkt, in diesem Beispiel, das hier gezeichnet ist, ein einziger Punkt kann die Regression schon ordentlich durcheinander bringen. Also hier zum Beispiel ist ein Punkt, und die blaue Regressionsgerade wäre die, die wir uns wünschen. Und die rote ist aber die tatsächlich gefittete. Hier habt ihr sogar noch ein viel ärgeres Problem, noch einen ärgeren Fall. Hier ist der Punkt hier. Diesen Punkt kann man Outlier nennen oder Ausreißer nennen. Das ist irgendein Fehler von unserem Mess, zum Beispiel von unserem Detektor. Oder ja, irgendetwas, irgendein Neues, an dem wir nicht interessiert sind. Die Regressionsgerade, die wir uns wünschen, ist die blaue. Was wir aber tatsächlich bekommen mit einer linearen Least Squares Regression ist die rote Kurve. Ja? Was machen wir? Erste mögliche Antwort, sehr einfache ist, wir schauen uns einfach die Daten an. Wir bestimmen, wir als Menschen sagen, ach, das ist ein Blödsinn, dieser blaue Punkt ist ein Ausreißer. Wir entfernen ihn händisch und wir machen die Regression noch einmal. Funktioniert, kann man machen. Schöner und mehr, dem entsprechenden 21. Jahrhundert ist es aber, wir formulieren die Regression einfach so, dass sie mit so einem Noise umgehen kann. Ja? Dieses Formulieren, dass sie mit Outliers und Noise umgehen kann, mit unerwünschten Fehlmessungen, nennen wir Robustifizierung des Algorithmus. Robustifizierung. Und um zu diskutieren, wie solche Robustifizierungen funktionieren können, möchte ich zurückgehen zu unserer Zielfunktion. Die habt ihr hier stehen. Unsere Zielfunktion war die Abstandsquadrate, also die Fehlerquadrate. Beobachtung minus predicted oder wie auch immer, oder regrediert, Quadrat, Summe. Ja? Ich schreibe das noch einmal hin hier. Also linear war least squares war SS ist gleich Summe über alle Punkte beobachtet minus, ich schreibe es jetzt so, predicted, YI hat, gut, Quadrat. Das war unsere Zielfunktion und alle Robustifizierungen, da gibt es verschiedene Arten, wie man dieses Problem lösen kann mit den Ausreißern, also dass wir eine robuste Schätzung haben, aber alle haben gemein, dass wir sie verstehen können als Modifikationen von dieser Zielfunktion. Ja, es gibt sehr viele Arten, wie gesagt, eine einfache Art ist zum Beispiel, dass wir die Summe der Fehlerquadrate nicht von allen Punkten minimieren, sondern nur von einem Subset, sagen wir nur von 80% der Punkten und wir lassen zu, dass 20% der Punkte quasi als Ausreißer, zum Beispiel 20% als Ausreißer diagnostiziert werden, dieses Verfahren. Das heißt, wir ändern, dass wir die Summe nicht gehen lassen von i ist gleich 1 bis n, wie im linearen, also in einem klassischen, im Regressionsverfahren, sondern dass wir das ersetzen durch ein i geht von 1 bis k und k ist kleiner als n und den Rest lassen wir aber stehen,
wie er da steht. Yi minus Y hat Hut Quadrat. Ja, das ist, das würde man nennen, einen Trimmer oder ein Trimming-Verfahren. Und die Zielfunktion würde ich nennen Least Trimmed Squares, weil wir suchen dieses Subset von 80% der Punkte, die, wenn ich eine lineare Regression durchführe, mit diesen 80% ich das kleinstmögliche Gesamtfehler, Summe der Fehlerquadrate bekomme. Ja, damit bin ich automatisch robust, können 20% der Punkte irgendwo liegen und sie werden keine Auswirkungen haben. Das ist ein gutes Verfahren, Least Trimmed Squares, geht auf den Peter Ruseyoff zurück. Ein anderes Verfahren ist es, dass ich nicht die Least Sum of Squares, sondern die Least Median of Squares minimiere. Ja? Also ich rechne mir immer nicht die Summe dieser Quadrate aus, also diese Summe hier ersetze ich durch einen Median. Und sonst lasse ich alles gleich, damit habe ich ebenfalls eine Robustifizierung erreicht. Das sind alles schöne Verfahren, weil sie automatisch auch wiederum das Mustererkennungsproblem quasi mit berücksichtigen. Das Mustererkennungsproblem, das in dem Kontext heißen wird, welche der Punkte sind Ausreißer und sollten nicht berücksichtigt werden in der Zielfunktion oder nicht berücksichtigt werden im Algorithmus. Robuste Regression. So, wir hatten eine lineare Regression, wir hatten diskutiert, wie man sie robustifiziert, das heißt, wie man dafür sorgt, dass Ausreißer keine Auswirkung haben auf das Regressionsergebnis. Und was wir jetzt machen werden, als nächster Schritt ist, wir werden dieses Modell sukzessive komplexer machen. Und das erste Level, neue Level an Komplexität wird sein, dass wir auch polynomiale Terme zulassen. Ihr erinnert euch, unser Problem, das wir vorhin hatten. Wir haben n Werte für die Einflussvariablen, wir haben n Ergebnisvariablen und wir sagen, wir haben vorhin gesehen, der lineare Zusammenhang besteht nicht, sagen wir, sondern wir wollen unser Modell polynomial modellieren. Wir wollen zulassen, dass hier zum Beispiel eine quadratische Zusammenhang besteht zwischen y und x. Können wir sehr gut machen, können wir alles sehr schön auch abhandeln mit Regression, nur unser Modell wird komplexer. Und das wird das Thema sein für die nächsten nächste halbe Stunde, dass wir mehr und mehr unser Modell komplexer und komplexer gestalten. Also erster Schritt ist, wir sagen, unser Modell ist die Ergebnisvariable, hänge polynomial von der Einflussvariablen ab. Zum Beispiel lassen wir einen x-Quadrat-Term noch zu oder sogar bis zum Polynom r-ten Grades. Also wir sagen, y ist Beta 0. Vorher haben wir gehabt, y ist gleich Alpha plus Beta x plus Epsilon plus ein Fehlerterm Epsilon. Jetzt haben wir das Alpha, nennen wir jetzt auf Beta 0. Dieses Beta wird zu unserem Beta 1 und jetzt lassen wir noch ein Beta 2 zu, zum Beispiel. Beta 2 x Quadrat plus Epsilon. Was wir noch nicht anrühren, machen wir zu einem späteren Zeitpunkt, ist, wir sagen, dieses Epsilon, der Fehlerterm, unser Fehlermodell, ja, ist immer noch einfach, sagen wir, Gauss verteilt, Erwartungswert 0, unverzerrt, mit einer Varianz von Sigma Quadrat. Ist immer noch homoskedastische Daten, heißt das, Homoskedastizität. Sprich, der Fehler hängt nicht von x ab und wir behandeln keine Korrelationen zwischen diesen einzelnen Messpunkten. Werden wir später machen. Jetzt ist es noch Sigma Quadrat, das heißt, wir werden in der Verlustfraktion, werden wir das Sigma Quadrat wieder einfach rausdividieren können. Aber wir können das jetzt wunderschön in einer Schreibweise schreiben, in einer Matrix-Vektor-Schreibweise. Das ist das gleiche, wie was hier oben steht, nur umgeschrieben. Dafür führen wir diese n mal r plus 1 dimensionale Matrix ein. Ja, ihr seht, wir haben r plus 1 Spalten. Warum r plus 1? Na, weil das geht von 1 bis r plus, wir führen noch diese Spalte hier ein. Und wir haben n Zeilen. Jede Zeile entspricht einem Datenpunkt. Jeder Spalte entspricht einem Term in diesem Modell. Ja, der erste Term ist dieser Term der Konstanten, was früher quasi für das Alpha gedacht war. Der zweite Term entspricht diesem linearen Term von früher, Beta mal X. Jetzt haben wir
Beta mal x1 bis xn, Beta 1. Dann führen wir eine dritte Spalte ein, die einfach die Einflussvariablen quadriert beinhaltet. Vierte Spalte, Einflussvariablen zur dritten Potenz und so weiter und so fort. Das heißt, das ist R plus 1 mal n Dimensionen. Diese Matrix hier. Ja, und dann können wir, und diese Matrix ist nicht symmetrisch. Ja? R plus 1 mal n, also die Anzahl der Zeilen und die Anzahl der Spalten ist nicht gleich. Das heißt, wir können nicht einfach x hoch minus 1 mal x, können wir nicht einfach so hinschreiben. Werden wir dann später behandeln. Y ist x mal Beta plus Epsilon, das ist unser Modell jetzt. Als Zielfunktion können wir wieder die Sum of Squares nehmen. Wir brauchen wieder nicht den Fehler zu berücksichtigen, weil der ist einfach eine Konstante, die rausfällt. Das heißt, unser Fehlerterm ist wieder die Summe der Quadrate. Wo ist die Summe hin? Na, die ist einfach in dieser Vektorschreibweise versteckt, weil hier haben wir einen n-dimensionalen Vektor. Wir haben wieder eine Summe über n Terme und jeder Term ist yi minus xij, beta j, wenn wir es in Index-Schreibweise schreiben würden, Quadrat. Ja, jetzt leiten wir das ab. Ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir Physiker sind es nicht so gewohnt, in dieser Vektorschreibweise zu viele Manipulationen zu machen, weil wir normalerweise sehr schnell auf die Indexschreibweise wechseln. In der Statistik ist es ein bisschen anders. Die bleiben länger in dieser Vektorschreibweise oder immer. Ja, aber trotzdem, wenn wir das nach Beta ableiten, haben wir da y minus x mal Beta mal innere Ableitung mal minus x und das natürlich zweimal, weil es ja Quadrat ist, mal minus xt. Das t habe ich vergessen. Kommen wir auf diesen Ausdruck hier, den setzen wir 0 und dann setzen wir 0, um Beta zu bestimmen. Ja, unsere Regressionskoeffizienten Beta ergeben sich aus der Minimierung dieser quadratischen Zielfunktion. Das minus 2, ist ein Vorfaktor, der ändert nichts an dieser, an der Lösung der Gleichung. Wir formen um, also xty, das wandert hier hin, das bringen wir auf die andere Seite, ist gleich xtx mal Beta. Das xtx können wir durchdividieren, auf die andere Seite bringen, dann haben wir diese Lösung hier stehen. Und wie gesagt, warum können wir nicht x hoch minus 1 mal xt oder sonst irgendwas da rausheben und einsetzen? Die Antwort ist, wir haben eine asymmetrische Matrix. Asymmetrische Matrizen, mit denen sind wir nicht so vertraut. In der Physik, es kommt gar nicht so oft vor, sind ein bisschen mühsam zum Rechnen, weil wir immer quasi diese Produkte nicht gescheit auflösen können. Aber wir haben schön in Matrix-Schreibweise das Fit-Problem der Regressionskoeffizienten sehr schön, sehr sauber hingeschrieben. Dieses Beta-Hut hier ist tatsächlich ein erwartungstreuer Schätzer von Beta. Das ist einmal nett. Was wir jetzt noch haben wollen, ist eine Schätzung von diesem Sigma-Quadrat, vom Fehlerterm. Wir wollen die Streuung wissen. Ja, und dieses Sigma-Hut-Quadrat, wie schätzt man das? Wir schätzen es über die Residuen. Also wir führen wieder die Residuen ein. Residuen sind so wie vorher der beobachtete Wert minus der vorhergesagte, predicted Wert. Die Vorhersage geht über x mal Beta Hut. Ja, ist alles, wie ihr seht, die Matrix-Schreibweise hat auch ihre Vorteile. Es ist sehr kompakt. Das ist ein n-dimensionaler Vektor hier, was hier steht. Das heißt, dieser n-dimensionale Vektor steht aus Komponenten R1 bis Rn. Und das Sigma-Hut-Quadrat ist Summe der Residuenquadrate dividiert durch die Anzahl der statistischen Freiheitsgrade. Wie groß ist die? Na, die ist die Anzahl der Beobachtungen minus die Anzahl der angepassten Größen, der gefitteten Größen. Wie viele Größen haben angepasst? Na, alle Regressionskoeffizienten. Wie viel hatten wir von denen? R plus 1. Das heißt, die Anzahl der Freiheitsgrade, NDF, ist n minus r minus 1 und das ist auch tatsächlich der Term, der hier auftaucht. Ja, Sigma-Hut-Quadrat, die Schätzung von Fehlerterm ist 1 durch n minus r minus 1 mal Summe der Residuen-Quadrat. Dann können wir auch eine Kovarianzmatrix der geschätzten Regressionskoeffizienten rechnen. Das ist eine sehr leichte Rechnung. Warum?
Na, weil all diese X-Beta-Hut, das ist die Kovarianzmatrix, Kovarianzmatrix vom Beta-Hut, das ist die Kovarianz von diesem Term hier, XT, XTX hoch 1 mal XTY. Und all diese X sind aber Konstanten, das heißt, die können wir quadratisch rausnehmen und nur das Y trägt bei. Und wie trägt es bei? Na, mit Sigma Quadrat, halt mal einer Einheitsmatrix noch. Das heißt, das ist gleich XTX hoch minus 1 XT mal Kovarianz von Y, das ist aber Sigma Quadrat. Einheitsmatrix ignoriere ich jetzt, mal diesem Ausdruck transponiert. Dieser Ausdruck transponiert ist x mal xtx hoch minus 1. Dieses Sigma-Quadrat kann ich aber rausziehen, das ist ja ein Skalar. Damit habe ich hier stehen Sigma-Quadrat mal xtx hoch minus 1 mal xtx mal xtx hoch minus 1. Und dieses xtx hoch minus 1, 1 davon, das ist symmetrisch. xt mal x ist symmetrisch. Ja, x selber nicht, aber xt mal x sehr wohl. Xtx hoch minus 1 mal xtx, das kann ich kürzen und ich bleibe, was überbleibt, ist ein xtx hoch in minus 1, genauso wie es hier steht. Eine ähnliche, ein wenig kompliziertere Rechnung habe ich auch für die Residuen. Damit habe ich aber auch wieder, kann ich wieder standardisierte Residuen berechnen. Ja, studentisierte, reduzierte, wie auch immer. Residuen durch ihren Fehler durchdividieren. Und erinnert euch, kommen wir zurück auf dieses Beispiel. Vorher haben wir versucht, diese polynomialen Punkte mit einer Geraden zu regredieren, eine Gerade, eine Gerade durchzuregredieren. Haben wir gesehen, in den standardisierten Residuen, es funktioniert nicht gut. Jetzt machen wir es mit dem Polynom zweiter Ordnung. Plötzlich seht ihr wunderschön, die Regression geht auf. Also unser Modell, dass wir hier in ein Polynom zweiter Ordnung regredieren, funktioniert. Das sehen wir an diesem Plot. Diese studentisierten Residuen sind schön N01 verteilt. Und damit lasst es mich anfangen mit multipler Regression, mehrfacher Regression. Ich habe euch schon am Anfang gesagt, dass Kapitel Regression werden wir so aufbauen, dass wir mit dem einfachen Fall beginnen und den einfachen Fall langsam komplizierter und komplizierter machen. Das machen wir jetzt auch. Wir nehmen allerdings das polynomiale Regressionsmodell raus. Wir gehen wieder zurück auf ein lineares Regressionsmodell. Also in dem Sinne machen wir es wieder einfacher. Gehen wir zurück zum einfacheren Fall. Allerdings lassen wir jetzt zwei oder allgemein R Einflussvariablen zu. Ja, ich stelle mir das so vor. Ich habe eine Einflussvariable x1. Stellt euch vor, ihr wollt eine Prognose für den Preis einer Immobilie schätzen. Also einen Predictor, so würde ich das nennen, oder eine Prognose, einen Predictor für den Preis der Immobilie. Und ja, ihr wollt, aus irgendeinem Grund glaubt ihr, das kann man mit einem linearen, einfachen linearen Modell gut predikten. Auf die Variable x1 könnte sein die Größe der Immobilie und x2 könnte sein das Alter der Immobilie. Je größer, umso teurer. Je älter, je nachdem, umso teurer oder umso billiger. Ja, aber wir haben jetzt, ich stelle mal vor, so ein dreidimensionalen Plot. Ich habe so quasi Punkte und wenn ich an ein lineares Regressionsmodell denke, stelle ich mir vor, ich regrediere eine Ebene rein und die Ebene muss so sein, kleinste Fehlerquadratprinzip, die Ebene soll so sein, dass die Abstandsquadrate von den einzelnen Punkten, die ich habe, zur Ebene minimal ist. Und wenn das so das lineare Regressionsmodell ein gutes ist, habe ich damit einen guten Predictor. Ja, das heißt, wir machen wieder, wir haben gehabt, y ist gleich a plus bx plus epsilon im einfachsten Fall.
Jetzt haben wir wieder so etwas Ähnliches, also A, Alpha haben wir es genannt, nicht A. Das Alpha heißt wieder Beta 0. Ihr werdet sehen, diese Formeln werden sehr ähnlich aussehen wie für das polynomiale Regressionsmodell, nur die X-Matrix wird anders sein, sonst wird alles sehr ähnlich sein. Ja, sage ich jetzt schon. Also Y ist Beta 0, das ist wie das Alpha, plus ein eigenes Beta für die erste Einflussvariable, plus ein Beta 2 für die zweite Einflussvariable, das kann man verallgemeinern auf R-Dimensionen, plus einen Fehlerterm. Was wir immer noch nicht verallgemeinern werden, wir werden immer noch im homoskedastischen Fall bleiben, homoskedastisch, im Gegensatz zu heteroskedastisch, soll heißen, unser anzunehmender Fehler, unsere fehlerbehaftete Größe, nehmen wir an, sie sei konstant und sie komme immer aus einer Normalverteilung mit Mittelwert 0 und einer Varianz von Sigma Quadrat. Also da kommt noch irgendein Neues drauf, sozusagen auf den Einkaufspreis oder auf den Verkaufspreis meiner Immobilie. Und dieser Neues soll überall immer gleich sein. Diese Zufälligkeit, die wird noch reinmodellieren. Ja, dann haben wir wieder Y1 bis Yn sind, wir machen das, wir haben n Datenpunkte. Ein Datenpunkt besteht aus einem X1, aus einem X2 bis Xr eventuell und einem Y. Ja, das haben wir n mal, deswegen haben wir Y1 bis Yn. Die Einflussvariablen sind jetzt Vektoren. Ihr seht, die sind fett geschrieben. Wir können das wieder sehr prägnant schreiben in dieser Matrix-Schreibweise, indem wir sagen, unsere X-Matrix, die schaut wieder so ähnlich aus wie die im polynomialen Fall, nämlich wir haben wieder diese Spalte mit den Einsen, ja, damit wir diesen konstanten Term gut abbilden können. Das ist ein sehr allgemeiner Trick, dass man das so macht. Wir werden es dann auch vielleicht beim Maschinenlernen, wenn wir auch sehen, gibt es auch so einen ähnlichen Trick, dass man immer so eine Einserspalte dazu gibt, um einen konstanten Term mitzuschätzen zu können oder mitlernen zu können. Dann haben wir x1 bis xr. Das heißt, wir haben wieder eine r plus 1 mal n-dimensionale Matrix, dieses n. Der einzige Unterschied zum polynomialen Fall war, hier hatten wir stehen x1 Quadrat, x2 Quadrat, x3 Quadrat, weil wir wollten ja Polynome fitten, regredieren. Jetzt wollen wir regredieren die verschiedenen Einflussvariablen. Das heißt, hier steht die erste Einflussvariable, die zweite Einflussvariable, bla bla bla, bis zur ersten Einflussvariable und das für alle unsere Datenpunkte. Eine Zeile hier entspricht einem Datenpunkt, ja, einer Immobilie. Eine Zeile ist eine Immobilie. Das ist das Alter, nein, das ist die Größe der Immobilie, steht hier. Hier steht das Alter der Immobilie, könnte man noch machen, der Ort der Immobilie, irgendwie kodiert. Ja, das ist unser X. Unser Y wäre in dem Fall ein n-dimensionaler Vektor, der Preis der Immobilie, der Preis der n-Immobilien, jede Komponente ist eine Immobilie. Und unser Modell, unser einfaches lineares Regressionsmodell, kann man jetzt so aufschreiben, das Y, ja, unsere zu schätzende Größe ist gleich x mal Beta plus eben diesen Fehlerterm Epsilon. Epsilon-Kovarianz von Epsilon heißt Sigma Quadrat und 1 ist, und dieses i hier ist einfach ein 1er-Vektor in n Dimensionen. N Dimensionen, weil wir ja, das muss ja angepasst sein, an diesen n-dimensionalen Vektor. Ja? Alles, jetzt rennt sehr viel, sehr ähnlich ab, schauen die Gleichungen, schauen alles sehr gleich aus. Zum Fall des polynomialen Regressionsmodells, der einzige Unterschied ist immer, dass dieses x ist jetzt was anderes, wie gesagt. In einem Fall waren es die Koeffizienten für die verschiedenen Polynome verschiedener Ordnung. Jetzt sind es die verschiedenen Einflussvariablen hier. In jeder Spalte ist eine andere Einflussvariable. Ansonsten machen wir das Gleiche. Wir haben wieder ein konstantes Sigma-Quadrat. Das heißt, wir müssen das Sigma-Quadrat in unsere Zielfunktion nicht berücksichtigen. Das heißt, wir können wieder Sum of Squares machen. Summe der Fehlerquadrate. Unser tatsächlicher Preis steht hier für die Datenpunkte, die wir kennen. Unser quasi predicted oder prognostizierter Preis steht hier. Tatsächlicher Preis minus prognostizierter Preis. Quadrat ist unser Fehler, der zu minimieren ist,
Was wir anpassen, sind wieder diese Betas. Wie finden wir das Minimum der Funktion? Sehr einfach. Wir bilden den Gradienten, genauso wie wir es vorher gemacht haben. Sieht auch wieder ganz genauso aus. Wir setzen das Ding hier wieder 0. Damit Komma, das minus 2 fallen uns weg. Das macht keinen Unterschied. Diesen Term können wir damit rüber schupfen. Dann haben wir stehen xty von hier ist gleich xtx Beta, steht hier. Und dieses xtx, durch dieses xtx hier können wir wieder durchdividieren. Wir können es auf die linke Zeile bringen und dann haben wir unseren Schätzer stehen. Also hier steht schon Beta Hut. Ja, schaut wieder ganz genauso aus, wie gesagt, wie der Schätzer für den polynomialen Fall, nur dass diese x halt eine andere Bedeutung haben. Wir haben wieder, Beta Hut ist wieder ein erwartungstreuer Schätzer von Beta und uns interessiert natürlich wieder, wir wollen wissen, dieses Sigma Quadrat, wir wollen einen Schätzer für dieses Sigma Quadrat, wir wollen einen Schätzer dafür, wie sehr diese Werte schwanken um unser lineares Regressions, hochdimensionales, aber lineares Regressionsmodell. Das ist wieder das Gleiche. Das Sigma-Quadrat der Schätzer ist die Summe der Residuen. Das Residuum ist wieder ganz genauso definiert wie vorher, nämlich wahre Beobachtung, also wahrer Preis der Immobilien minus prognostizierter, predicted, der predicted Preis, der prognostizierte Preis der Immobilie. Die Prognose ist eben durch x mal Beta gegeben. Und die Summe der Residuenquadrate müssen wir noch dividieren durch die Anzahl der statistischen Freiheiten, Freiheitsgrade. Wie viele statistischen Freiheitsgrade haben wir? Na, das ist wie immer NDF, Number of Degrees of Freedom, ist gleich die Anzahl der Beobachtungen minus Anzahl der Parameter, die wir schätzen. Anzahl der Beobachtungen ist N. Wir haben N Immobilien und die Anzahl der Parameter, die wir schätzen, geht wieder von Beta 0 bis Beta R, also R plus 1, also minus R minus 1. Genauso wie es hier steht. Ja? Anzahl der statistischen Freiheitsgrade. Und damit stimmt auch alles, was man, auch alle anderen Formeln können wir dann einfach übernehmen vom polynomialen Fall. Nämlich das Beta-Hut hat wieder eine Kovarianz-Matrix von Beta-Hut, könnte man wieder genauso herleiten, Kovarianz von Beta-Hut, ihr erinnert euch, ist gleich, das ist einfach nur eine Konstante, halt eine Matrix, aber eine Konstante. Kovarianz von Y ist Sigma-Quadrat mal I, die Einheitsmatrix, die tut aber nicht sehr viel. Also wir haben dann wieder stehen xtx hoch minus 1, xt x, xtx hoch minus 1, 2 canceln sich, ein Sigma-Quadrat haben wir da noch stehen. Ja, und damit kommen wir wirklich zu dieser Formel und genauso äquivalent zum Fall vorher haben wir wieder eine Kovarianzmatrix der Residuen R. Wir können wieder standardisierte Residuen rechnen, die standardisierten Residuen können wir wieder plotten oder können wir uns wieder anschauen, ob sie eh schön N01 verteilt sind. Also entsprechend eine Normalverteilung mit einem Mittelwert von 0 und einer Varianz von 1. Und damit können wir wieder Hypothesentests machen, aufsetzen. Nämlich wir wollen, sage ich einmal, wir wollen die Hypothese testen, ob eine bestimmte Einflussvariable sich auswirkt auf die Ergebnisvariable. Das heißt, wir wollen testen, ob ein Beta k, k größer 0, also k größer gleich 1, ob die 0 ist ob die kompatibel ist, verträglich ist mit 0. Wenn Beta k 0 ist für ein bestimmtes k, heißt das, die Einflussvariable xk hat keine Auswirkung auf die Ergebnisvariable, auf das y. Also wenn Beta k 0 ist für, sagen wir mal, die Größe unserer Immobilie, dann heißt es, die Größe der Immobilie geht nicht in den Preis der Immobilie ein, offenbar. Unwahrscheinlich, aber wir können mal die Hypothese mal testen, sauber, rigoros. Ja, das heißt, wir testen eine Nullhypothese. Unsere Nullhypothese ist Beta K, irgendein Beta K ist 0.
Alternativhypothese ist, irgendein Beta K ist eben nicht 0. Und wir können wieder genauso wie für den Fall der ganz einfachen linearen Regression, können wir wieder den Standard, das Standard-Score verwenden. Das ist ein ZK. Das ist das prognostizierte, das, also predicted oder geschätzte Beta, das Beta-Hut, der Variable K minus den wahren Wert, dividiert durch den Standardfehler Sigma auf Beta K. Ja, für unseren Fall, wenn wir die Nullhypothese testen, werden wir als wahren Wert Beta K ist gleich 0 einsetzen und werden schauen, ob dieser Standardscore ungewöhnlich ist bezüglich unserer Hypothese, unserer Annahme. Diese Größe ist, ihr werdet es euch denken, T verteilt, Anzahl der Freiheitsgrade, müssen wir uns noch überlegen, die ist die statistische Freiheitsgrade, also Anzahl der Beobachtungen, minus der Parameter, Anzahl der Parameter, die wir festlegen im Schätzverfahren. Anzahl der Parameter, die wir festlegen, ist Beta, geht von Beta 0 bis Beta R. Das heißt, wir haben R plus 1 und wir haben N Beobachtungen. Somit ist die Anzahl der Freiheitsgrade N minus R plus 1, also N minus R minus 1. Und das Sigma-Hut hier ist einfach das Karte-Diagonalelement der Kovarianzmatrix. Ihr seht, wir haben hier die Kovarianzmatrix stehen. Das Sigma-Quadrat hier ersetzen wir, das wahre Sigma-Quadrat ersetzen wir durch die Schätzung, durch das Sigma-Hut-Quadrat. Und damit haben wir ein Sigma-Quadrat für Beta K. Und wir können wieder eine Hypothese testen, schätzen. Das heißt, wir haben als Teststatistik unser Standard-Score, aber für mit Beta K ist gleich 0. Dann kommen wir von diesem Ausdruck hier auf diesen Ausdruck hier. Beta K ist ja 0, steht eh auch hier. Standard-Score. Und wir lehnen die Nullhypothese ab, wenn diese Größe entweder zu groß oder zu klein ist. Nachdem aber die Studentilverteilung symmetrisch ist, können wir das wieder mit absolut betragen, in eine Bedingung umwandeln, nämlich die Teststatistik, Absolutbetrag der Teststatistik, also immer positiv, lehnen wir ab, wenn sie ins extremste Alpha-Halb-Quantil fällt, also ins rechteste 1 minus Alpha-Halb-Quantil, das tut die Verteilung bei N minus R minus 1 Freiheitsgraden. Genauso können wir wieder das symmetrische Konfidenzintervall konstruieren, nämlich das symmetrische Konfidenzintervall ist symmetrisch um den Schätzwert selber herum. Beta Hut K kommt daher, dass die Student-T-Verteilung symmetrisch ist, plus minus unsere Quantilsfunktion, die sagt uns ja, wie viele Sigmas müssen wir quasi nach rechts oder nach links gehen, um 1 minus 1, also um Alpha abzudecken in einem Integral, ja, hatten wir schon, mal dem geschätzten Sigma natürlich. Damit haben wir wieder eine Konstruktion des Konfidenzintervalls für Beta Hut. So, damit habe ich wieder eine Prognose für einen Punkt, der nicht in meinem ursprünglichen Datensample ist. Ich habe einen Predictor, ja? Also sagen wir, ich habe wieder meine Grundstückspreise, X1, X2, Immobilienpreise und ich habe regrediert für diese Punkte, diese Punkte habe ich eine Ebene in diesem dreidimensionalen Plot gefittet, die die Fehlerquadrate minimiert. Jetzt kann ich für einen weiteren Punkt, zum Beispiel hier, ich mache ein X statt ein Punkt, hier eine Vorhersage, eine Prediction machen für den Grundstückspreis, wenn das lineare Modell gilt, ja? Das lineare Modell nicht gilt, wisst ihr, müsst ihr es wieder komplizierter machen. Aber sagen wir mal, es gilt. Wie mache ich das? Wie mache ich eine Prediction? Ja, ich setze einfach ein, ich habe meine Werte x01 bis x0r. Das sind die Einflussvariablen für den Punkt, an dem ich predikten will, also die Größe des neuen Hauses, für den ich eine Prediction haben will, für den Preis der Immobilie und die Größe und den Ort und was haben wir noch gehabt? Das Alter, Größe, Alter, Ort, so habe ich es vorher erwähnt. Einzige, was wir berücksichtigen müssen, ist, wenn ihr schaut, wir haben immer diese Einflussvariablen, also diese unabhängigen Variablen,
haben wir in diesem Fall immer erweitert um einen Einser in der ersten Spalte. Ja, das hat unser x ergeben und das haben wir für alle n Datenpunkte gemacht. Und das muss ich natürlich jetzt für meinen weiteren Punkt auch machen. Das heißt, ich muss auch wieder einen Einser davor schreiben. Das ist dafür, dass er einen Offset lernen kann. Und ich sage bewusst lernen, weil das ist sozusagen ein einfacher Maschinenlernalgorithmus. Also der Übergang zum neuronalen Netz und Maschinenlernen ist sehr sanft. Ja, das ist schon ein Maschinenlernverfahren, das mir in dem Fall einen Grundstückspreis prediktet. Ja, ich habe meine Hyperebene und das erste Feature sozusagen setze ich automatisch 1 vom Input, weil das ist ja dafür da, dass die Hyperebene oder diese Ebene, die ich da reinfitte, einen Offset haben kann. Die muss nicht durch den Ursprung des Koordinatensystems gehen. Dafür sorgt dieser Einser hier und damit kann ich natürlich, ist mein Y-Hut, also mein prognostizierter Immobilienpreis, meine Prediction für den Immobilienpreis ist diese Größe und das entspricht natürlich auch dem Erwartungswert von dem Y. Wir können wieder genauso, wie wir schon gemacht haben, mittels Fehlerfortpflanzung die Varianz auf diese Größe eruieren. Schaut es euch an, das ist einfach die Varianz von diesem Ausdruck, das ist die Varianz von x plus. X plus ist halt ein r plus 1 dimensionaler Vektor, müssen wir berücksichtigen, mal Beta Hut. X plus ist aber einfach nur eine Konstante bezüglich dieser Varianz, das heißt, wir haben x plus mal Varianz Beta Hut mal x plus transponiert und die Varianz von Beta Hut, die haben wir schon irgendwo hingeschrieben. Ah, hier nämlich, das ist einfach Sigma Quadrat mal XTX hoch minus 1. Ja, Varianz von Beta Hut, ich schreibe es noch einmal auf, ist Sigma Quadrat XTX hoch minus 1, haben wir gerade abgelesen. So, und wenn ich das einsetze, komme ich auch tatsächlich zu diesem Ausdruck hier. Das heißt, wir haben eine Schätzung, eine Prediction auf den Grundstückspreis oder Immobilienpreis. Wir haben auch wir können auch einen Fehler angeben für diese Schätzung. Zu diesem Fehler, genau, das ist der Fehler auf den Erwartungswert. Und der Erwartungswert ist die Schätzung. Der tatsächliche Grundstückspreis, wenn unser lineares Modell gilt, ist aber noch einmal um den Erwartungswert Y0, um diese Größe noch einmal mit Sigma Quadrat gestreut. Den Fall hatten wir schon. Und solche Varianzen können wir natürlich aufdividieren. Das heißt, es kommt, wenn wir wissen wollen, die Varianz für einen typischen Datenpunkt an dieser Stelle x0 ist diese Größe hier. Das ist einfach die Varianz vom Erwartungswert, diese Größe, plus noch ein Sigma Quadrat, plus noch dieses Sigma Quadrat hier. Und damit können wir auch, wenn es uns wichtig ist, sagen wir wollen jetzt ein 95-prozentiges Prognoseintervall für unseren Immobilienpreis für das Haus mit den Einflussvariablen x01 bis x0r, dann können wir ein symmetrisches Prognoseintervall natürlich wieder genauso konstruieren. Also das Sigma von y0 ist die Wurzel von dieser Größe. Das wahre Sigma Quadrat ersetzen wir wieder durch das geschätzte Sigma Quadrat. Und jetzt können wir wieder die Student-T-Verteilung verwenden. Das 1 minus Alpha halbe Quantil mit n minus k minus 1 Freiheitsgraden. Ja, weil k plus 1 Größen sind geschätzt. Das heißt, die statistischen Freiheitsgrade sind n minus k minus 1. Schätzwert, das Prognoseintervall ist symmetrisch um unseren Schätzwert herum, plus minus das 1 minus Alpha halbe Quantil der T-Verteilung mal unser geschätztes Sigma. Das ist einfach die Wurzel aus dem. Nächste Verallgemeinerung. Wir geben das Konzept der Homoskedastizität auf und führen heteroskedastische Daten oder sogar Daten mit Korrelationen ein. Das heißt, wir haben wieder unser
lineares, sagen wir, Modell. Y ist x, Beta plus Epsilon, wie auch immer unser Modell ausschaut. Auf das möchte ich jetzt gar nicht so eingehen. Was wir jetzt machen, was ich jetzt möchte, dass wir einführen, ist, dass die Kovarianz von unserem Fehlerterm, die haben wir immer gehabt bisher, Kovarianz von Epsilon bisher, war einfach Sigma Quadrat. Ja, war immer das gleiche Fehlermodell, völlig unabhängig von den X und von allem. Jetzt möchte ich es verallgemeinern und wir gehen gleich auf den allgemeinsten Fall, nämlich dass die Kovarianz von Epsilon eine bestimmte Kovarianzmatrix ist. Ja, ein einfacherer Fall wäre vielleicht, dass wir sagen, die Kovarianz ist immer noch eine diagonale Matrix. Also wir gehen jetzt nicht davon aus, wir regredieren nicht Einflussvariablen und Datenpunkte, die korreliert sind miteinander. Aber wir haben schon ein Modell, wo diese Sigma-Quadrate zum Beispiel nicht aus der gleichen, also nicht immer konstant sind. Das wäre ein Spezialfall, wo jedes Sigma-Quadrat halt unterschiedlich sein kann, zum Beispiel ein Sigma-Quadrat, das von x abhängig ist oder so etwas. Noch allgemeiner ist es die Kovarianz, wir haben eine ganze Kovarianzmatrix, also die dürfen dann auch korrelieren miteinander, ja, die Punkte, die Datenpunkte. Und in dem Fall haben wir zu viele, früher haben wir es immer gemacht, dass wir die Kovarianz dann auch geschätzt haben. Sigma Hut Quadrat, wenn ihr euch erinnert, hatten wir das letzte Mal hier irgendwo, genau hier, kommt ein Sigma Hut Quadrat, das ist die geschätzte Kovarianz, also geschätzte Fehlerterm. Das geht natürlich jetzt nicht mehr, eine ganze Kovarianzmatrix können wir nicht mehr schätzen, weil wir einfach nicht genug Ergebnisvariablen haben. Ja, die Ergebnisvariable auch höherdimensional, kann man uns überlegen, ob wir die nicht mitschätzen können. Den Fall werden wir jetzt aber nicht diskutieren. Jetzt diskutieren wir den Fall, dass wir sehr wohl verallgemeinern, aber dafür gehen wir davon aus, dass wir dieses V kennen. Ja? Also ein anderer Fall sozusagen, eine Verallgemeinerung, aber auch im anderen, also aber wir haben dafür auch mehr Informationen, nämlich diese Kovarianzmatrix gegeben. In dem Fall haben wir wieder Sum of Squares, aber jetzt können wir natürlich diese Fehlerterme nicht mehr ignorieren, weil es ist keine Konstante, die mehr die rausfällt. Was machen wir? Wir schreiben das, sozusagen das Key-Quadrat hin, die reduzierte Abstandsquadrat, reduced Sum of Squares. Und dafür müssen wir natürlich diese Kovarianzmatrix invertieren. Dann haben wir eine Gewichtsmatrix oder eine Informationsmatrix. Erinnert euch, Informationsmatrix, weil Fischer-Information, das ist die Information, die Fischer-Information bezüglich meiner Beobachtungen, Informationsmatrix oder Gewichtsmatrix. Gewichtsmatrix, die ist jetzt mein Fehlerquadrat in meinem Fehlerquadrat in meiner Zielfunktion oder Verlustfunktion, taucht jetzt das Inverse der Kovarianzmatrix auf. Überlegt euch mal den Spezialfall, wir haben keine Korrelationen, das heißt, wir haben nur diese Sigma-Quadrate hier stehen. In dem Fall würde man jede einzelne Beobachtung durch das Sigma-Quadrat, also Abstand, den quadratischen Abstand zwischen tatsächlicher Ergebnisvariable und predicted, prognostizierte Größe, Quadrat, dividiert durch dem Sigma-Quadrat, das wir dieser Beobachtung zuordnen, was natürlich Sinn macht. Ja, also so ein x-Quadrat durch Sigma-Quadrat Zielfunktion hatten wir öfter. Dann ansonsten ist wieder alles gleich, sagen wir so. Ja, nur dass wir halt diesmal davon ausgehen, dass dieses G eben eine Matrix ist und dass wir sie kennen. Ja, das heißt, wir minimieren wieder diese Zielfunktion. Wir können es wieder analytisch machen. Das heißt, wir können wieder den Gradienten bilden. Das ist ein Gradient. Bei Beta ist ja R plus 1 dimensional, sagen wir, je nachdem wie unser Modell ist. So ein Modell haben wir jetzt gar nicht so sehr spezifiziert. Das ist diese Größe, die setzen wir 0. Und damit haben wir Beta Hut. Hier hätten wir eigentlich schon Beta Hut stehen. Ja, damit haben wir, das minus 2 fällt uns wieder weg. X, T, G, Y steht hier.
ist gleich xtgxb, steht hier. Diesen Teil kann man wieder nach links schupfen und dann haben wir wieder unsere geschätzten Koeffizienz, Regressionskoeffizienten hier stehen in einem analytischen Ausdruck. Ihr seht, das wird jetzt schon sehr schnell zu einer Matrizenschlacht. Also da kommen schon, müsst schon eine Matrizenmultiplikation nach der anderen ausführen. Ist aber sehr typisch Data Science. Das passiert sehr oft sehr schnell. Und alles andere gilt natürlich auch wieder. Also die Kovarianz-Matrix von Peter Hood ist wieder dieser Ausdruck. All diese Größen sind eine Konstante. Also die Kovarianz von Beta Hood ist somit wieder xt gx hoch minus 1 xt g. Dieses y, die Kovarianz von der y, von y ist v mal, und das Ganze verkehrt, xt gx hoch minus 1. G mal V kürzt sich weg, ja, weil das ist die 1-Matrix. G mal V ist einfach die 1-Matrix. Und damit habe ich hier stehen XT, GX, XT, GX, XT, GX hoch minus 1, XT, GV. Ah, da habe ich wieder ein G stehen, so, und damit kürzt sich das ebenfalls wieder weg und ich komme zu diesem Ausdruck hier und entsprechend, nur ein bisschen komplizierter, kann ich auch wieder eine Kovarianzmatrix der Residuen machen und alles andere, was wir vorher besprochen haben, kann ich auch hier für diesen Fall wieder anwenden.
So, mach mal die nächste Verallgemeinerung. Und dieses Mal besteht die Verallgemeinerung darin, dass wir sagen, wir wollen einen beliebigen funktionalen Zusammenhang zwischen den Einflussvariablen x und den Ergebnisvariablen y oder der Ergebnisvariable y. Das heißt, wir schreiben das jetzt so in y ist gleich irgendeine Funktion von Beta. In dieser Funktion steht implizit auch das x drinnen. Ja? Das ist nur nicht hingeschrieben, damit es ein wenig einfacher zu lesen ist, aber das ist eigentlich ein h von Beta und x. Ja? Und wir sagen, wir lassen jetzt irgendeinen beliebigen Zusammenhang zu, beschränken wir uns im Moment für diese Abhandlung darauf, auf Funktionen, die zumindest ableitbar bezüglich Beta sind. Aber streng genommen könnte man auch Probleme formulieren, für die nicht einmal das gilt. Aber sagen wir, es gibt die Ableitung, die h nach d Beta. Und wir können gerne unseren Fehlerterm ganz allgemein halten, also eine allgemeine Kovarianzmatrix zulassen mit Korrelationen, mit heteroskedastischen Fehlern und Daten. Stört uns nicht. Ja, wie behandeln wir das? Wir sagen, v ist bekannt, weil sonst haben wir zu viele freie Parameter. Das Problem ist unterbestimmt. Zu wenig Daten für zu viele Parameter. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass v bekannt ist. Und die Zielfunktion, die Verlustfunktion, glaube ich, ist klar. Das haben wir Squares. Wir haben natürlich jetzt tatsächlicher Wert minus die Prediction ist jetzt das h von Beta. Wir suchen dasjenige Beta vektoriell, das diese Größe minimiert. Die Größe ist eine Sum of Squares, aber dividiert durch die Fehler oder mal der Gewichtsmatrix oder Informationsmatrix, die natürlich wieder das Inverse der Kovarianzmatrix ist. Ja? Wir wollen dasjenige Beta finden, das diesen Ausdruck minimiert. Das ist unsere Aufgabe, ganz allgemein. Nachdem das jetzt eine beliebige Funktion ist, ist es im allgemeinen Fall nicht mehr einfach analytisch hinschreibbar, kann man nicht mehr so abhandeln wie vorher. Aber wir können, das macht man sehr gern, wir suchen immer noch einfach das Minimum dieser Funktion. Wie wir das finden, bleibt uns frei. Das Newton-Verfahren bietet sich an. Wie geht das Newton-Verfahren? Habt ihr schon gelernt. Newton-Verfahren entwickeln wir h von Beta an einer Stelle Beta 0. Das ist unsere Initialisierung sozusagen. Wir lösen jetzt das Problem iterativ. Wir nehmen ein Beta 0 an und machen ein Update auf diese Betas und dann wieder ein Update auf diese Betas, bis wir konvergieren, bis wir ein schönes Minimum gefunden haben. Das heißt, h von Beta ist entwickelt um die Stelle h von Beta 0 plus dh nach d Beta an der Stelle Beta 0 mal Beta minus Beta 0. Plus höhere Terme, die uns hier nicht interessieren. Das hier können wir anschreiben als c plus, also Konstante plus h mal Beta. Dieses minus h Beta 0 ist ja quasi eine Konstante bezüglich Beta. Das heißt, das mergen wir mit dem h von Beta 0. Also c ist h von Beta 0 minus h mal Beta 0. Ja? Und jetzt können wir einen Gradienten bilden und diesen Gradienten 0 setzen. Das heißt, wir können jetzt das hier einsetzen, an dieser Stelle und an dieser Stelle und dann den Gradienten rechnen. dSS nach d Beta ist gleich d nach d Beta von y minus c minus h Beta transponiert mal Gewichtsmatrix mal y minus c minus h Beta. So, Ableitung ist minus 2d nach d Beta von diesem Term von SS ist minus 2ch mal g mal y minus ch. Das haben wir schon hier stehen, genau. Das heißt, wir haben eine Schätzung von Beta Hut, wenn wir das 0 setzen, also wenn wir diesen CH Beta, diesen Ausdruck 0 setzen, bekommen wir ein Beta Hut raus. Ja, das Beta Hut ist aber quasi, das gilt nur innerhalb des linearisierten Bereichs um Beta 0. Das heißt, wir haben ein neues Beta 1. Wir können aber wieder um diesen neuen Punkt
wiederentwickeln, also das Verfahren wiederholen. Wir haben ein neues Beta 1, das Beta Hut wird unser neues Beta 1. Wir wiederholen dieses Verfahren, bekommen wieder ein Beta Hut, das ist unser Beta 2. Und das machen wir, bis wir konvergieren. Ja, so würde man das allgemein lösen. Und wenn wir hier eine komplexe Funktion haben für H von Beta, dann ist es sehr ähnlich zu dem, was ein neuronales Netz macht, nebenbei bemerkt. So, nächster Schritt, wieder eine Vereinfachung und eine Komplikation. Wir werden das nennen Ausgleichsrechnung oder Data Reconciliation. Wiederversöhnung, Reconciliation. Ja, die Aufgabestellung, die ich euch geben möchte, das Beispiel, das wir diskutieren werden, das uns begleiten wird, ist, stellt euch vor, ihr habt ein Dreieck. Ihr habt drei Winkel, Alpha, Beta, Gamma. Wir haben einen euklidischen Raum, nicht gekrümmt, das heißt Alpha plus Beta plus Gamma, das ist ein Alpha, plus Gamma, wissen wir, ist 180 Grad. Jetzt messt ihr Alpha mit einem gewissen, nennen wir es mal nicht, A, mit einem gewissen Fehler. Ihr messt Beta B mit einem gewissen Fehler. Ihr messt Gamma C mit einem gewissen Fehler. Und jetzt wollt ihr eure Messungen updaten, verbessern, quasi eure Schätzungen von diesen drei Winkeln, indem ihr die Zwangsbedingung verwendet, die das Wissen verwendet, dass ihr auf 180 Grad aufsummieren müssen, die drei Winkel. Ja? Das ist eine zusätzliche Information, die eingehen kann und die ihr verwenden könnt, um eure Messungen, so quasi um eure Schätzungen der Winkel zu verbessern. Ja, das ist das Beispiel, an das ich will, dass ihr denkt. Und jetzt formalisieren wir das, was wir jetzt machen im Vergleich zu den anderen Beispielen. Ihr wisst, ich fange immer gerne an mit der linearen Regression. Y ist gleich Beta mal X, von mir aus plus einem Alpha, plus einem Epsilon-Tern. Was wir jetzt machen, ist eine Vereinfachung, nämlich wir streichen dieses Konzept von Einflussvariablen. Y ist Beta plus Epsilon ist unser Modell. Ja, also wir haben eine Wahrheit, wahre Modelle, wahre Parameter. Wir messen diese wahren Parameter, aber mit einem Fehler Epsilon. Ja, und die Kovarianz von diesem Fehlerterm Epsilon sei allgemein irgendeine Kovarianzmatrix V. Wir haben N von diesen Beobachtungen, sagen wir. Also Y ist ein Vektor Dimension N, Beta ist ein Vektor Dimension N. Dieses Epsilon hier ist ein Vektor Dimension N. Die Kovarianzmatrix ist N mal N. N mal N. Ihr werdet sehen, jetzt müssen wir sehr aufpassen auf die Dimensionen. So, das ist unser Problem. Wir wollen diese Betas möglichst gut schätzen, allerdings unter Zwangsbedingungen. Unter diese Schätzungen, diese Parameter Beta erfüllen noch gewisse lineare Zwangsbedingungen, sagen wir. Ja? Und zwar diese Größen Beta erfüllen m Stück davon, m Zwangsbedingungen. Wir haben n Betas, m Zwangsbedingungen. Und wir führen noch ein, dass es noch unbekannte, ich würde es unter Umständen auch nennen, latente, unbekannte Parameter Theta gibt, und zwar R. Ja? Und die Zwangsbedingungen, sagen wir, sind alle eben linear, also von der Form Matrix mal Beta plus Matrix mal Theta ist gleich irgendeine Konstante, ein konstanter Vektor. Schauen wir, dass wir die Dimensionen alle gut verstehen. Wir haben Beta-Zwangsbedingungen, also das ist ein M-Vektor der Dimension M. Die Matrix ist eine Dimension Beta ist n-dimensional, die Matrix ist m mal n-dimensional, ja, damit ist A mal Beta das ganze Ding wiederum m mal 1-dimensional. Schauen wir uns das Ganze bei diesem Term an, ob die Dimensionen eh alle passen. Dieses Theta ist r mal 1-dimensional. Das b muss somit sein m mal r-dimensional. Dann haben wir hier einen m mal 1-dimensionalen Vektor stehen. Ja, steht eh auch alles hier. Und C ist ebenfalls ein m mal 1-dimensionaler Spaltenvektor.
Passt. Ja, also wir haben hier M-Zwangsbedingungen stehen. Gut, alle linear. Wir können die Zwangsbedingungen, werden wir natürlich dann später umformen, wenn wir dann Lagrange-Multiplier verwenden, auf a mal Beta plus b mal Theta minus c ist gleich 0. Da hätten wir schön einen Lagrange-Multiplier drauf multiplizieren können, aber es kommt gleich. So, was wir machen werden, ist, wir werden jetzt die Betas anpassen, sodass die Zielfunktion, die wieder ein Sum of Squares ist, minimiert ist. Also das ist unsere Zielfunktion, die wir minimieren, unsere Verlustfunktion, die wir minimieren, so wie immer, y minus Beta gibt unser Epsilon. Ja, und wir haben ein Kovarianz vom Epsilon ist V, Inverse von V nennen wir Gewichtsmatrix wieder, G. Also wir haben wieder die typische Least-Squares-Methode. Kleinste Fehlerquadrate gewichtet mit den Fehlern oder mit den Varianzen oder mit der Kovarianzmatrix. Ja, aber wir haben zusätzlich eben die Bedingung A Beta, schreiben wir es anders, A mal Beta plus B mal Theta minus C ist gleich 0. So, wann ist das Problem bestimmt? Wann ist es eindeutig bestimmt? Wann ist es widerspruchsfrei? Drehen wir mal diesen Satz hier um. Wenn R größer ist als M, ja, also wenn wir mehr unbekannte Parameter haben als lineare Zwangsbedingungen, dann ist das Problem eindeutig nicht bestimmt, oder? Weil dann können wir immer irgendwelche von diesen unbekannten Parametern, an denen können wir drehen, ohne dass sich irgendetwas ändert. Das heißt, wenn wir mehr unbekannte Parameter haben als Bedingungen, die wir einhalten müssen, ist es nicht bestimmt. Wenn R kleiner ist als M, ist es bestimmt. Okay, das ist der erste Teil des Satzes. Zweiter Teil, drehen wir es ebenfalls um. Wenn M größer ist als N plus R, ja, also wenn wir mehr lineare Zwangsbedingungen haben als Parameter Beta und Parameter Theta, dann können wir immer Fälle konstruieren oder dann ist der allgemeine Fall so, dass zwei Zwangsbedingungen im Widerspruch zueinander sind. Ja? Weil ich kann die Parameter dann nicht so anpassen, dass ich beide Zwangsbedingungen erfülle, weil ich zu wenig Parameter habe. Okay? Damit ist es umgekehrt, ich habe es nicht gezeigt, aber intuitiv ist es dann klar, umgekehrt, wenn m kleiner ist als m plus r, dann habe ich keine solchen Widersprüche. Ja, also das heißt, R ist kleiner M und M ist kleiner gleich, das habe ich jetzt komisch geschrieben, M plus R. Schreiben wir es in die andere Richtung, R größer, ist kleiner als M, ist kleiner gleich M plus R. Ja, in diesen Dimensionalitäten bewegen wir uns, damit was Sinnvolles rauskommt. So, das Problem ist jetzt wieder ein Minimierungsproblem, wieder ein Optimierungsproblem, wie fast jedes Problem in der Statistik. Dieses Mal ist es ein Minimierungsproblem unter Zwangsbedingungen. Das lernt ihr in der Analysis, glaube ich, wie man das macht. Nämlich mit Lagrange-Multipliern, Multiplikatoren. Lambda nennt man die meist. Wir brauchen m Stück davon, weil wir m Zwangsbedingungen haben. Und wir erweitern jetzt unsere Zielfunktion. Anstatt dieser Zielfunktion machen wir jetzt die Zielfunktion mit dem gleichen Term. Das ist die Least Squares plus einen Lagrange-Multiplier-Term. Plus Lambda mal unsere Zwangsbedingung, so hingeschrieben, dass 0, das ist gleich 0 steht. Also plus Lambda mal A B, Beta plus B Theta minus C. Und wenn wir das Lambda wählen können, wie wir wollen, können wir es auch als 2 Lambda rausschreiben. Wenn wir es mit einem Zweier davor schreiben, der ist willkürlich, könnte man auch anders wählen, aber mit einem Zweier gewählt kommen die leichteren Formeln raus. Deswegen schreiben wir es so an. Ja, der Lambda, der Parameter Lambda wird ja angepasst. Das heißt, das ist sowieso quasi ein unbekannter Parameter, den wir fixieren werden und wie wir den aufsetzen, bleibt uns über. Und was macht man? Wir berechnen die Gradienten und setzen sie 0. Ja? Also d Lambda, dl, unsere Zielfunktion heißt jetzt l wie
Lagrange vielleicht. Die L nach die Beta, das ist schon einmal ein Gradient der Dimension M. Ja, also da steht, dieses Ding hier ist M-dimensional. Und ist natürlich, das Beta kommt hier vor, hier vor, hier vor und hier vor. Das nach Beta abgeleitet haben wir schon ein paar Mal gesehen, ist minus 2 mal G mal eins von diesen zwei Termen. Das nach Beta abgeleitet ist sehr einfach, ist einfach plus 2 mal Lambda T A. Aber wir leiten nach Beta ab, deswegen müssen wir es umdrehen, also AT, A transponiert Lambda. Also DL nach D Beta transponiert, so funktioniert das in dieser Vektorschreibweise mit den Indizes. Wie gesagt, wir sind wie immer die Indizes gewohnt, sieht man das ein bisschen unmittelbarer. Das wäre 2 Lambda A von diesem Teil hier. D Lambda DL nach D Beta ist dann das Transponierte von dem, also 2a transponiert Lambda. Also nur vom Lagrange-Term jetzt. Ich schreibe das so, nur vom Lagrange-Term haben wir diesen Term hier. Wir leiten nach den unbekannten Parametern R, nach R unbekannten Parametern ab. Also hier stehen R-Gleichungen, hier stehen M-Gleichungen, hier stehen R-Gleichungen. Machen wir es gleich für das auch. Nach Lambda abgeleitet, wir haben M-Lambdas, das sind wieder M-Gleichungen. Also hier haben wir R-Gleichungen nach Theta, nach dem unbekannten Parameter abgeleitet. Der unbekannte Parameter, die tauchen nur hier auf. Also und D nach die Theta ist das Transponierte von 2 Lambda TB. Transponiert, das ist 2 BT Lambda, steht hier. Ja? Und als letztes leiten wir, das ist das Einfachste, wir leiten nach den Lagrange-Multiplikatoren selber ab. Weil die minimieren wir ja, also die passen wir mit an, mit den Parametern, an denen wir interessiert sind, den Parametern, an denen wir nicht interessiert sind, die wir aber sozusagen mitfixieren müssen, und den Lagrange-Multiplikatoren. M-Gleichungen, Lambda taucht nur hier auf, d Lambda t nach d Lambda ist die Einheit. Ja, also verschwindet. Und damit haben wir über 2 A Beta, also zweimal unsere Zwangsbedingungen. Gut, dann machen wir weiter mit der Matrizenschlacht. Was kommt als nächstes? Die Gradienten müssen wir null setzen. Das heißt, diesen Ausdruck müssen wir null setzen. Diesen Ausdruck, ihr könnt es jetzt überhaupt nicht mehr lesen, weil ich so viel herumgeschmiert habe. Und diesen Ausdruck, wir setzen sie null und kommen auf diese Ausdrücke her. Ja? Der erste Ausdruck kommt von dem. Der zweite Ausdruck ist sehr leicht. Bt Lambda, 2 mal Bt Lambda ist 0, steht hier. Das, den Zweier können wir fallen lassen. Dritter Ausdruck, wir können ebenfalls den Zweier lassen. Jetzt seht ihr auch, warum wir da einen Zweier gewählt haben, weil überall Zweier stehen. Die fallen dann alle weg. So, das ist ein sehr kompliziertes Gleichungssystem. Ich möchte nicht durchgehen, wie man es löst, weil das ist zu sehr eine Matrizenschlacht. Ich möchte nur ein bisschen motivieren, die Dimensionalitäten dieser Objekte, damit wir ungefähr ein Gespür haben dafür, wie viele Gleichungen das sind. Fangen wir mit der untersten an. Das C haben wir gesagt, wo kommt es vor? Das C ist M mal 1 dimensional. M war die Anzahl unserer Zwangsbedingungen. Also das schreiben wir das hin, das ist M dimensional. Das hier ist B Lambda 0, das ist einfach die Bedingung auf unsere Lagrange-Multiplikatoren. Das ist wahrscheinlich das Uninteressanteste, das ist offensichtlich auch M-dimensional. Wir haben M Lagrange-Faktoren, Lagrange-Multiplikatoren, M-dimensional. Das G hat die gleiche Dimensionalität wie die Kovarianzmatrix, ist ja auch einfach das Inverse, das heißt, das ist n mal n dimensional.
Das Y war ganz am Anfang, ist n mal 1 dimensional. Das heißt, das da ist n mal n mal n mal 1 dimensional. Diese n's canceln sich. Das heißt, hier haben wir n Gleichungen. Also wir haben hier n Gleichungen, m Gleichungen, m Gleichungen. Ihr glaubt es, dass man das auflösen kann. Ist sehr kompliziert. Machen wir jetzt auch nicht. Schauen wir uns ein bisschen intensiver einen Spezialfall an, nämlich den Spezialfall, dass wir keine Thetas haben, dass wir diese Terme streichen können. Ja, das ist ein bisschen einfacher. Wenn wir keine Thetas haben, dann haben wir, schreiben wir das auf, g mal Beta plus at Lambda ist gleich g y, ab ist gleich a, Beta ist gleich c, bt Lambda ist gleich 0. Motivieren wir, schauen wir uns einmal einfach den an, schauen wir, ob wir ungefähr die Struktur verstehen. Das kommt natürlich aus einer Umformung von dem, wenn wir dieses g wegbringen wollen, bringen wir mal das rüber, dann haben wir g mal Beta ist gleich g mal y minus at Lambda. Wenn wir das g wegbringen wollen, können wir einfach mit v von links multiplizieren, also mal v hoch minus 1 von links drauf multipliziert. Dann haben wir hier v hoch minus 1 mal g ist 1, weil g ist das Inverse von v. Dann haben wir hier stehen Beta Hut. Das sollte man auch schon schreiben, Beta Hut. Ist gleich v hoch minus 1 mal g ist gleich y minus v hoch minus 1 mal at Lambda. Also ihr seht, es wird schon ähnlicher zu dieser Struktur hier. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr es ja mal versuchen herzuleiten. Es ist ziemlich mühsam, weil es ziemlich viele Matrizen sind. Für die Übungen werden wir nur ein Beispiel mal machen, wenn überhaupt, für die Prüfung wahrscheinlich. Ja, für die Prüfung könnte man ein einfaches machen, aber da verwendet ihr einfach die Formeln. Ja, das Ki-Quadrat ist auch definiert als Fehlerquadrat. Das Ki-Quadrat hat eh eine einfache Form, weil das ist einfach Beobachtungen minus unsere angepassten Parameter quadriert, dividiert durch den Fehler. Ja, das ist die Ki-Quadrat-Statistik. Ah, sollte man noch erwähnen, die ist schon wichtiger, also die ergibt sich so und die ist tatsächlich normal verteilt. Das ist die Kovarianzmatrix oder die Informationsmatrix. Und die ist Ki-Quadrat verteilt, dieses Ki-Quadrat ist Ki-Quadrat verteilt mit M-R-Freiheitsgraden. M-R, M war, wie gesagt, die Anzahl unserer Zwangsbedingungen, R die Anzahl unserer unbekannten Parameter. Differenz ist die Anzahl der Freiheitsgrade dieser Ki-Quadrat-Verteilung. Ich möchte jetzt nicht zu sehr das herleiten. Macht man dieses Beispiel, das ist so quasi das einfachstmögliche Beispiel. Wir haben drei Winkel, Beta 1, Beta 2, Beta 3. Also wir machen wirklich dieses Dreiecksbeispiel, das ich am Anfang erwähnt habe. Das finde ich sehr instruktiv, weil sich jeder was vorstellen kann drunter, oder? Jeder versteht, dass wenn ich quasi die Bedingung, dass diese Summe 180 Grad ergeben muss, dass wenn ich die verwende, um die Messergebnisse zu verbessern, bekomme ich tatsächlich halt bessere Estimates, Schätzungen für meine Winkel. Ja, messen tue ich diese drei Größen hier in Grad. Wenn ich die drei aufaddiere, könnt es probieren, ich habe jetzt kein Taschenrechner da, sollte ich irgendetwas bekommen, was nicht ganz 180 Grad ist. Ich habe, sagen wir, ein Verständnis darüber, über die Fehler von diesen Messungen und jetzt kann ich die ausgleichen. Das heißt, ausgleichen heißt, ich passe diese Winkel so an oder meine Beobachtungen so an, dass sie auf 180 Grad aufdividieren und wenn ich alles richtig aufgesetzt habe, habe ich ein besseres Verständnis der Einzelmessungen. Weil ich ja was lerne, weil ich ja weitere Informationen dazu gebe. Ja, könnt durchdiskutieren. Ist jetzt, glaube ich, nicht sehr instruktiv, wenn wir das jetzt eins zu eins durchgehen. Aber wir nehmen offensichtlich keine Korrelationen an. Das heißt, die Kovarianzmatrix ist eine Diagonalmatrix. Unsere erste Gleichung hier, die Bedingungen sind, dass die Summe der Winkel 180 Grad ist. Das heißt, wir machen ein a ist gleich 1, 1, 1 mal Beta sind unsere drei Winkel. Also Beta 1, damit kommt raus Beta 1 plus Beta 2 plus Beta 3 ist gleich c ist 180 Grad.
Das heißt, wir wählen C als 180 Grad. A wählen wir als 111, damit wirklich die Bedingung rauskommt, Beta 1 plus Beta 2 plus Beta 3 ist gleich 180 Grad. Und dann ist es wild einsetzen, 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 einsetzen. Ja, müsst halt sehr aufpassen bei diesen Matrizen. Passt. Machen wir dann als Übungsbeispiel, dann kriegt ihr ein besseres Gefühl dafür, wie das funktioniert mit diesen 100 Matrizen. Macht das, also ich würde das niemals, solche Ausdrücke würde ich sehr schnell nicht händisch machen, sondern einfach mit einer Computeralgebra, mit einem Computeralgebra-System, entweder mit Mathematica oder auch mit Python geht es auch nicht so schlecht. Es gibt auch Python SymPy, kann auch damit umgehen. Ja, also ich würde das nicht mehr händisch machen, weil er kommt sehr schnell, da verliert es, das schafft es, also ich zumindest, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr besser dran, aber ich komme da sehr schnell durcheinander bei solchen Ausdrücken, wenn ich das händisch mache, wenn ich sowas händisch rechnen würde. Ausprogrammieren und dann systematisch anwenden hingegen, kann ich zumindest, funktioniert bei mir zumindest am meisten schon. Ja, das war für lineare Zwangsbedingungen. Im allgemeinen Fall haben wir natürlich nicht lineare Zwangsbedingungen. Beim Dreieck war es sehr schön, weil es ist wirklich eine Messung plus zweite Messung plus dritte Messung ist gleich eine Zwangsbedingung. Was machen wir für den nicht-linearen Fall? Wir machen wieder den gleichen Schmäh, den wir vorher schon gemacht haben bei der mehrfachen Regression. Wenn wir einfach irgendeine nicht-lineare Funktion oder nicht-polynomiale Funktion regredieren wollen, wir können wieder entwickeln. Ja? Also wir haben wieder die allgemeine Form der Zwangsbedingungen, schreiben wir quasi so hin. Zwangsbedingungen als Funktion unserer Parameter, die uns interessieren, das sind ja die Betas, sind die Parameter, die uns interessieren. Die Thetas sind weitere, ich würde es auch nennen, latente Parameter, die auftauchen in unseren Gleichungen, in unseren Zwangsbedingungen, die uns aber nicht interessieren. Versteckte Variable heißt für einen Physiker was anderes. Ja, die allgemeinen Konstrenz kann man so anschreiben. Und was machen wir, wenn wir den Formalismus von vorher verwenden wollen? Na, wir entwickeln um eine geeignete Stelle herum. In dem Fall um ein Beta 0, Theta 0, das wir hoffentlich gut wählen können. Gute Anfangsbedingungen kommen meistens aus domänenspezifischen Wissen, sprich aus der Physik zum Beispiel. Wir wissen, die Lösung sollte irgendwo in der Nähe von Beta 0 und Theta 0 gleich so und so sein. Das wissen wir, weil wir die Physik dahinter verstehen, hinter dem, was wir da eigentlich rechnen. Zum Beispiel in dem Fall würden wir es wissen. Oder da verstehen wir die Mathematik dahinter. Plus einen Term, der linear ist in Beta, plus einen Term, der linear ist in Theta. Ja, diese Matrizen hier sind natürlich Jacobi-Matrizen, das sind die Ableitungen von unseren allgemeinen Bedingungen nach den Parametern. Und damit haben wir wieder ein linearisiertes Modell. Das können wir ja schnell umformen auf diese Form. Alle konstanten Terme, diese B0 mal Theta 0, A0 mal Beta 0, das ist ja konstant für unser Problem, können wir zusammenfassen in ein C0. Das C0 beinhaltet all diese konstanten Terme. Dann haben wir Terme, die linear sind in unseren Parametern. Und damit können wir wieder einen Formalismus von vorher anwenden. Damit können wir wieder, genauso wie wir es gemacht haben bei der mehrfachen Regression, damit können wir mal eine erste Schätzung machen von Beta 1, Theta 1. Das machen wir sehr gerne in der statistischen Auswertung von Daten, so iterative Algorithmen, weil es gut genug ist, weil es gut funktioniert. Dann haben wir Beta 1, Theta 1, das können wir wieder verwenden, um diese Stelle zu linearisieren. Dann rechnen wir uns wieder die Beta 2, Theta 2 aus mit diesen linearisierten Termen, linearisiert um Beta 1, Theta 1 herum. Dann bekommen wir neue Schätzungen Beta 2, Theta 2, die können wir wieder einsetzen und so weiter und so fort, bis wir konvergieren. Ja, also bis wir sehen, es ändert sich nicht mehr.